Werter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Zuschauer am Stream. Ja, ich sitze hier und muss zu Ihnen sprechen und ich schäme mich. Genauer genommen, es ist ein Fremdschämen und dies ist der Fremdschämenfaktor. Mit dem uns hier vorliegenden Antrag möchte die regierungstragende rot-grüne Koalition die Landtagsfraktionen einen Beschluss des Landesparlaments erreichen, der die rot-grüne Landesregierung auffordert, sich bei der Bundesregierung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Das ist ungefähr so, als wenn ein Mensch ohne Behinderung in einem Stuhl sitzt, in einem Zimmer mit anderen Menschen zusammen und diese auffordert, einem Antrag zuzustimmen, der ihn wiederum auffordert, sich aus dem Stuhl zu erheben. Da stellt sich jedoch jedem normal intelligenten Menschen die Frage, warum veranstaltet der so einen Mumpitz, der kriegt doch den Hintern nicht alleine hoch? Genau das ist die Frage, die ich hier auch der regierenden Koalition aus Rot-Grün stellen muss. Oder gibt es vielleicht auf einmal zwei verschiedene SPD- und Grünen-Splittergruppen. Die einen bilden die Regierungskoalition und die anderen die Landtagsfraktionen, die nicht mehr miteinander reden. Werte Frau Kraft, wenn Sie und Ihre Regierung denn tatsächlich etwas für die Menschen mit Behinderung in diesem Bundesland tun möchten, warum machen Sie da nicht einfach einen Termin bei Ihrer Parteigenossin Frau Nahles und reden Tacheles mit ihr? Würden Sie denn mit erkennbaren Ergebnissen zurückkommen, bekämen Sie garantiert auch die Tacheles-Einheiten, die Sie so vorab mit diesem Antrag unbegründet einfordern. Wenn Kollegin Neumann und Kollegin Groschowiak-Schmieding hier Dutzende Fragen und Probleme aufwerfen, muss ich Ihnen und der Regierung entgegenhalten. Wer etwas tun will, findet Wege. Wer etwas nicht tun will, findet Gründe. Ich bin mir hier über meine Rolle als sogenannter privilegierter Behinderter sehr bewusst und auch darüber, dass nur ganz wenigen anderen ebenfalls Behinderten ähnlich geht. Und ich weiß genau, dass ich trotz meines Zorns über dieses unwürdige Schauspiel, welches Rot-Grün hier abzieht, nicht gegen diesen Antrag stimmen kann und werde. Auch meine Fraktion und ich möchten an dieser Bürgerveräpplung und Steuergeldverschwendung nicht teilnehmen und werden uns bei der anstehenden Abstimmung der Stimme enthalten. Und ich möchte noch inhaltlich hinzufügen, ich würde es auch wünschen, wenn in dieses Bundesteilhabegesetz noch hinzukommt, dass der Leistungsbezug nach diesem Gesetz kein Hinderungsgrund ist, etwa für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft an ausländische Mitbürger mit Behinderung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fricke. Für die